Hallo alle und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 und wir haben jetzt mittlerweile zwei Städte. Die dritte ist auf dem Wege und wir gucken mal wegen der Forschung. Wir haben auch jetzt mittlerweile die Möglichkeit, mehrere verschiedene Eurekas oder Heurekas im Grunde genommen auszuwählen. Und wir kommen hier auch mal wieder ein Stück weiter. Das ist auch schon mal gut. Und baut ein Wunder. Gut, das haben wir noch nicht. Und wir können ja mal gucken. Der Erzieher, der Bibliothekar, ernennen. Und wir können das nur in Madrid halt momentan machen. Weil wir da momentan die größte Produktion von Kultur und Forschung halt ganz einfach haben. Mehr geht da momentan noch nicht. Pensi ad venguz alla cour d'Arienu, duchessa d'Aquitania, reina consorte de Francia e d'Inglaterra. Ciuciai reds d'amour. Aquitanien. Karls no was dits? Eine Ehre. Wo ist sie denn? Ah, hier, Paris. Paris. Ah ja. Ah, okay, wir haben ein Bonusdorf noch. Sehr schön. Wurde scheinbar noch gar nicht erkundet, die Ecke hier. Na, cool. Umso besser für mich, natürlich. Logisch. Gehen wir mal hier runter, machen die nächste Plantage. Fertig. Okay, und ansonsten könnten wir jetzt unseren Siedler einsetzen, indem wir mal hier auf B drücken. Ne? Ne, geht nicht. Oh, dann halt nicht. Denn halt nicht. Die Anzahl an Menschen, die in eurem Reich leben, ist beachtlich. Dankeschön, Gandhi. Vielen lieben Dank für das Lob. Danke, danke. Bei Deutschland müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die sind auf jeden Fall am recht stark. Akuruna. So. Da bauen wir zunächst einmal auch wieder einen Kornspeicher. Das ist, denke ich, immer mit einer der besten Möglichkeiten, irgendwie was zu bauen. Und wir haben hier ein Jagdlager und wir gucken mal hier. Ah, hier noch so ein Dorf. Ah ja, cool. Und unser Schleuderschütze bleibt hier erstmal fest drin. Und dann gehen wir wieder in die nächste Runde. So, unser Händler ist gleich ready. Und unser Händler kann loslegen. Unser Händler könnte jetzt eine Route machen nach Delhi. Hätte somit 3 Gold und ein Glauben von Bezirken in Delhi. Ja, klingt gar nicht so schlecht tatsächlich. Können wir machen. Ist jetzt am Anfang wahrscheinlich noch etwas gefährlicher, weil wir halt natürlich sehr, sehr zeitig tatsächlich einen Handelsweg halt natürlich haben. So wegen Barbaren und so weiter. Aber ich denke mal, das sollten wir ganz hinbekommen. Ich würde sagen, dass wir hier noch ein Handwerker bauen und dann gehen wir auch schon auf das erste Wunder hier in Toledo, nämlich auf die hängenden Gärten. Habe ich nämlich so ein bisschen einen Blick drauf geworfen tatsächlich. Hier lassen wir den mal ausruhen. Der braucht hier gar nicht zu fighten oder irgendwie sowas. Das ist okay. Der Bautrupp hat keine Bewegungspunkte mehr. Müssen wir also abwarten. Ohne Handwerk ist Inspiration. Wie schon gesagt, wir haben nach wie vor haben wir nichts. So, jetzt steht mir wieder einer im Wege hier. Mein Gott, was ist das denn hier bei euch? Also, wir könnten hier nach oben gehen gleich. Okay. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ein weiterer Gouverneurstitel. Baut einen beliebigen Spezialbezirk. Da würde ich erstmal noch abwarten, weil das werden wir nämlich gleich als nächstes dann noch mit unternehmen. Ein neues Zeitalter beginnt. Klassik. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht. Okay, aktuelles Zeitalter normal. Okay, in einem normalen Zeitalter. Okay. Jetzt gucken wir uns mal. Gewährt jedes Mal, wenn ihr ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundertrag errichtet. Freie Forschung, das klingt doch ganz gut, weil da wollte ich nämlich jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr auch in diese Richtung halt natürlich gehen, auf jeden Fall. So, besiegt 3 Barbaren, das haben wir gemacht.
unser Handwerker könnte hier vielleicht gleich noch ein Sägewerk errichten oder irgendwie sowas in die Richtung. Denn sind wir da doch auf jeden Fall gut davor. So, wir könnten natürlich auch nochmal hier den Fokus ein Stück weit wählen. Müssen mal gucken hier. Bürger verwalten. Irgendwo konnte man den Fokus, glaube ich, einstellen. Ah ja, hier. Da konnte man den Fokus einstellen. Der soll auf jeden Fall auf den Fokus Nahrung gehen. Bürger auf Nahrung konzentrieren. Weil wir damit halt natürlich ein höheres Wachstum definitiv generieren. Auch gegenüber dem Rest. Entsprechend. Naja, okay. Gedüngte. Okay, gut. Das ist aber kein größeres Problem. Tapferkeit ist es, wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du Angst hast. Okay. So, jetzt haben wir wieder ganz, ganz viele Theaterplatz, Amphitheater, literarische Regierungsplatz und einen weiteren Gouverneurstitel. Den Gouverneurstitel nehme ich gerne mit. Oh. Okay, mein Bogenschütze hat gerade hier irgendwie scheinbar ein paar Probleme dort gehabt. Okay, jetzt müssen wir hier natürlich mal gucken, ob wir hier vielleicht in Madrid noch was kaufen können. Ein Krieger zum Beispiel. Wenn wir den gleich einmal mitschicken. Und dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir definitiv... Also wir hätten hier noch die Möglichkeit plus 3 an der Küste. Aber da fehlt uns jetzt momentan das Gold, okay. Guck mal, wegen der heiligen Stätte. Haben wir da irgendwo einen großen Boni? Nicht so wirklich. Nicht wirklich, wo wir irgendwie größere Boni haben. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Aber allerdings glaube ich auch noch irgendwie Orakel. Handwerker. Okay. Wir bauen erstmal ein Monument. Das ist erstmal, glaube ich, das Einfachste, was man irgendwie da bauen kann. Das kriegen wir da, glaube ich, ganz, ganz gut und vernünftig auf jeden Fall hin. So, hier können wir, Wälder könnte man jetzt abreißen. Das wollen wir allerdings nicht so wirklich. Dementsprechend schicken wir den erstmal einmal hier hin und lassen den einmal kurz hier ausruhen. Dass wir dann gleich wieder ein bisschen mehr Kultur zusammenbekommen haben. Delegation ist willkommen. Sehr schön. Ich möchte auch ein bleibendes Aber wie schon gesagt, wir können ja jetzt momentan relativ wenig noch zusammenbauen halt. Ne? Also Dschungel könnte man jetzt hier reingehen. Aber das würde uns nicht so viel bringen. So, Währung haben wir das nächste Heureka gehabt. Bom dia. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Parece que mentes brilhantes se atraem. Das müsste Russland sein, ne? Peter, nee, Brasilien ist das. Okay, eine Ehre, euch kennenzulernen. Okay, sehr schön. Okay, der Vulkan ist hier scheinbar aktiv. Na gut, ah hier, da haben wir Brasilia. Interessant. So richtiges Bergland hier. Also die werden halt natürlich, forschungstechnisch werden die halt natürlich so richtig, richtig stark halt sein. Um da halt natürlich irgendwie... Ja, uns da massiv wegziehen, denke ich mal. Ja, hier können wir zum Beispiel auch nichts machen. Das heißt, wir können den jetzt eigentlich nur einmal nach Toledo schicken.
So, Deutschland mit 193 Kampfstärke. Nee, das ist der hier. Brasilien ist das mit 193 Kampfstärke. Oh, das ist natürlich tatsächlich relativ viel. Sollte aber eigentlich auch machbar sein. Also, den können wir uns gerne. Der ist eigentlich theoretisch auch zu weit weg. So, jetzt können wir hier mit den Handwerkern auf jeden Fall schon mal anfangen. Das ist schon mal sehr schön. So, den schieben wir einmal zurück zu ihm hier. Das ist schon mal okay. Und wir wollten auf jeden Fall einmal die hängenden Gärten bauen. Am besten natürlich auf einem Geländefeld, was nicht so viel an Ertrag bringt. Machen wir hier mal die hängenden Gärten hier hin. Und dann bin ich mal gespannt, was das bringt. Die Delegation ist für uns willkommen. Sehr schön, Peter. Willkommen im Spanischen Reich. Okay, ich würde sagen, ansonsten habe ich den Kontinent einmal fast komplett erkundet. Boah, hier ist natürlich, das ist natürlich tasty. Könnte Indien natürlich ein bisschen was auch noch davon bekommen. Ja, jetzt komme ich hier natürlich wieder nicht weiter, ne? Das ist natürlich blöd. Ich könnte hier nochmal weitergelaufen. Das ist wirklich, ist ja so eng. Wahnsinn ist das, wirklich. Wahnsinn. Stonehenge können wir nicht bauen. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist einmal hier einen Campus hier hinbauen. Mit zusätzlich drei Forschungen. Besser als nichts halt. Okay, forschungstechnisch sind wir hinter Brasilien, aber Brasilien ist natürlich mit den ganzen Bergen hier, das ist natürlich schon echt eine sehr, sehr starke Sache. Das ist ein Problem hier. Berlin ist ein Problem, weil Berlin definitiv jetzt sehr, sehr stark in diese Richtung geht. Das bedeutet, also beziehungsweise Berlin ist hier zu nah bei uns dran gegründet, muss man gestehen. Das wird ein Problem werden. Das ist nicht gut. Das gefällt mir tatsächlich momentan nicht wirklich. So, okay, gut, wir hätten hier mit dem Stein hätten wir, Pferd haben wir da. Na gut. Zählt ja nichts. Okay, da haben wir noch ein Barbarendorf. Ziehen wir nach unten. Ui. Ui, ui, Reich ui, ist nicht zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables. okay, Einheiten sind jetzt auf jeden Fall unterwegs, das ist schon mal gut. Und da haben wir auf jeden Fall auch nochmal einen Bauernhof schön gebauen können. Und wir können hier vielleicht auch nochmal einen Bauernhof bauen, oder? Ja, ich denke schon, oder? Ja. Das sieht gut aus. Okay. Errichtet eine Weide. Das könnten wir noch hinbekommen. Baut eine Ressource ab. Okay, das haben wir ja nicht. Baut eine Eisenmine. Das wird auch noch dauern. Modernisiert zwei Meeresressourcen. Das wird auch noch dauern. Das wird auch noch eine Weile dauern, denke ich mal. Ja.
Händler das Wasser ermöglichen, das Züchten von Fisch und Krabben. Hafen, großer Leuchtturm, Leuchtturm. Ja, das könnte man mal machen. Wir haben ja tatsächlich so ein paar so politische Philosophie und damit haben wir dann endlich die richtige Ausrichtung dann auch endlich. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle war es das von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!